Noch immer tragen wir eine Vorstellung vom Alter in uns, die wir von unseren Vorfahren übernommen haben. Doch laut wissenschaftlicher Erkenntnisse wird nun bewusst, dass wir unsere Lebenszeit verlängern können. Aber wie gelingt uns das? Und wie können wir die alte Zellerinnerung überschreiben oder sogar löschen und neue Erfahrungen machen? Diese Fragen werden wir jetzt beantworten. Endlich bewiesen. So lebst du 7 Jahre länger. Hier bei Welt im Wandel TV. Jetzt weißt du, warum ich von München hierher komme, nach Leipzig, oder? Muss ich nichts mehr sagen. Okay. Hallo Joe Meinberg, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf bei dir. Du strahlst wie so ein Honigkuchenpferd. Das fiel mir gerade ein. Wieso habe ich diese Freude in mir und immer diese spaßige Energie? Du strahlst, du siehst glücklich aus. Ich bin glücklich. Bin gerade mit meiner Lebensgefährtin in Portugal gewesen, habe einsame Strände genießen dürfen. Abseits des Tourismus, mir geht's gut. Ja, und das ist die beste Energie, um dieses Thema heute zu beleuchten. Joe, inwieweit prägt unser Denken, unser Alter? Es gibt ja so einen Spruch, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Und das ist eine alte Binsenweisheit, das kennt jeder. Und jetzt ist es zum ersten Mal bewiesen, dass da wirklich Wahrheit dahinter steckt. Und zwar haben Wissenschaftler und Altersforscher der Universität Yale 2 Testgruppen genommen und diese Testgruppen über viele Jahre begleitet und auch untersucht. Die Testgruppe 1 bestand aus Menschen, die überwiegend Probleme hatten mit dem Alterwerden oder Älterwerden, mit diesem Alterungsprozess. Die hatten Probleme damit, dass die Haare dünner werden, dass sie faltiger werden, dass die Skelettmuskulatur nicht mehr so mitspielt, dass man vielleicht auch nicht mehr so begehrenswert erscheint aus deren Sicht, die rundum gesagt einfach Angst davor hatten zu altern. Die zweite Testgruppe war genau das Gegenteil. Die haben gesagt, ach, eine Falte mehr oder weniger, das gehört zu mir, das bin ich, das macht mich aus. Und ich muss ja nicht mehr auf dem Laufsteg des Lebens sein. Ja? Wichtig ist für mich Lebensqualität, Spaß am Leben und dass es mir gut geht, dass ich gesundheitlich in Ordnung bin, dass ich fit bin. Das sind für mich jetzt die Dinge, die wichtig sind. Und nach vielen, vielen Jahren, wir reden also nicht von Wochen oder Monaten oder einem Jahr, kam ein ganz, ganz überraschendes Ergebnis. Nämlich dieses positive Denken hat sich in all den Jahren über die Zelle im Körper der Probanden manifestiert. Das negative Denken genauso. Und das Ergebnis war, dass die Menschen, die Probleme hatten mit dem Altern, die das als was Negatives gesehen haben und auch in unserer Kultur oft zu Recht, weil Altern einfach ein Imageproblem hat. Altern wird mit Krankheit, mit Siechtum, mit Fremdbestimmung, mit ganz negativen Dingen gleichgesetzt. Diese Menschen sind früher gestorben als die Menschen, die positiv waren, die in ihren Zellen diese positive Energie reingelassen haben, dieses positive Denken. Und die haben tatsächlich im Schnitt 7,5 Jahre länger gelebt. 7,5 Jahre längere Lebenszeit. Allein aufgrund der Tatsache, wie ich über das Altern denke. Das ist eine sensationelle Erkenntnis, die bis jetzt keiner gedacht hat, dass sie so überhaupt wäre, dass es so extrem wäre in der Auswirkung. Aber ist der Moment des Todes nicht individuell und vielleicht auch auf einer bestimmten Ebene vorgesehen? Natürlich gibt es den schöpferischen Aspekt. Aber der Weg dahin, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, sagen wir mal als Beispiel, dass jemand im Durchschnitt 80 Jahre alt wird, dann ist es doch ein Unterschied, ob ich sage, ich werde 80
Oder ich werde, wenn man die 7,5 jetzt wegrechnet, ich werde 72,5. Also ob ich jetzt mit 72,5 gehe, diese Erde verlasse, oder mit 80, ist ein Unterschied. Mhm. Das ist auch ein Unterschied in der Wahrnehmung, in meiner Lebensqualität, weil die Menschen, die positiv gealtert sind und dann eben auch gestorben sind, da hat man also festgestellt, dass die Nervenzellen zum Beispiel ganz anderes sich verhalten haben, ganz anders aufgebraucht waren. Das heißt, die waren eigentlich kognitiv viel fitter im Alter, konnten viel mehr Dinge tun, hatten wesentlich weniger Herzprobleme zum Beispiel, einer unserer größten Todesursachen, und konnten wirklich diesen Prozess bis zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel 80 wirklich genießen. Also Dr. Gerald Hüther hat ja auch gesagt, und das ist schon seit über 30 Jahren eigentlich bekannt, es wird nur immer so ein bisschen gedeckelt, ja, und nicht so öffentlich gemacht, dass unser Gehirn eigentlich gar nicht altert und dass wir bis ins hohe Alter immer wieder uns hier neu verdrahten und vernetzen. Und der Schlüssel ist Freude, pure Lebensfreude. Und wir bleiben fit im Denken. Tatsächlich konnte das bewiesen werden wiederum von einer anderen Universität, das war die Universität Heidelberg. Die konnte also feststellen, dass die kognitive Fähigkeit zwischen 20- und 60-Jährigen fast identisch gleich geblieben sind mit der richtig positiven Einstellung zum Leben. Also positive Einstellung heißt Lebensfreude, das heißt einen entsprechenden sozialen Umgang, Dinge nicht negativ sehen, nicht immer verzweifeln. Da hat sich die kognitive Fähigkeit zwischen 20 und 60 Jahren nicht verändert. Das heißt, ein 60-Jähriger war identisch geistig genauso auf Trab wie ein 20-Jähriger. Danach haben sich die Dinge doch ein bisschen verändert. Also ab 60, zumindest laut Universität Heidelberg, haben sich die Dinge verändert. Aber wie signifikant die Denkweise ist, die Lebensfreude, zeigt sich daran, dass der Dr. Wahl von der Universität Heidelberg sogar gesagt hat, und das ist wirklich ein signifikanter Satz dazu, dass die positive Denkweise auf unser biologisches Altern einen größeren Einfluss hat, einen größeren Einfluss als das Rauchen. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Wir wissen alle, Rauchen ist der Erzfeind Nummer eins. Und Rauchen ist etwas, wo man sagt, was Schlimmeres kann ich meinem Körper eigentlich nicht antun. Ausnahme Helmut Schmidt. So. Und wenn man jetzt als Mediziner feststellt, dass die positive Denkweise sogar noch einen größeren, wichtigeren Einfluss hat als das Rauchen, dann kann man sich also vorstellen, wovon wir hier reden. Aber was machen wir mit unseren einprogrammierten, so nenne ich es jetzt bewusst, Bildern, die wir aus der Vergangenheit haben? Die sind ja auch im Grunde abgelegt in uns, im Unterbewusstsein, weil wir Erfahrungen gemacht haben, was Alter bedeutet. Ja? Weil wir eben Großeltern und Eltern hatten und auch gesehen haben, wie sie gelitten haben, wie sie abgebaut haben, wie sie schwächer wurden. Das heißt, der Körper verliert schon seine Lebenskraft irgendwann, aber es muss nicht so sein wie bisher. Ganz genau. Genauso wie Einstein gesagt hat, wir nutzen nur einen bestimmten Prozentsatz unseres Gehirns, müssen wir verstehen, dass mit einer anderen Einstellung wir Dinge verändern können. Das, was wir erlebt haben in der Vergangenheit, was eben auch dieses Imageproblem, was ich vorher gesagt habe, begründet, eben Krankheit, Siechtum, körperlicher Verfall, geistiger Verfall, Fremdbestimmung und so weiter und so fort, das muss nicht so sein. Wenn man rechtzeitig umdenkt, wenn man die richtige Einstellung zum Leben findet, wenn man positiv denkt. Und dieses Positivdenken würden jetzt viele vielleicht für sich unterstreichen. Wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, man würde Menschen befragen, denken sie eher negativ oder eher positiv, dann würden, glaube ich, die meisten Menschen von sich behaupten, oh, ich denke positiv, ich bin positiv, nur die anderen, also und die Umstände. Also die wenigsten Menschen würden von sich selber zugeben, dass sie eigentlich doch da Bereiche haben, wo sie nicht positiv denken. Und diese Teile, wo sie nicht positiv denken, wirken sich direkt auf unsere Zellen aus. Man muss sehr ehrlich zu sich sein. Und es ist nicht so leicht.
Es ist leicht gesagt, denke positiv, sei positiv. Das ist mal so ein schneller, dahingesprochener Satz, den jeder zum anderen sagt, wenn jemand Probleme hat, sage ich mal tröstend, komm, denk doch einfach positiv, sei positiv, lass dich nicht hängen. Das klingt ein bisschen wie eine Floskel. Wie eine Floskel. Es ist wie so eine Floskel, aber es wirklich zu erfüllen. Was bedeutet das, es wirklich zu erfüllen? Welche Erkenntnis braucht es in der tiefsten Ebene, damit wir das überhaupt umsetzen und uns wirklich ranmachen an die Arbeit? Dazu muss man verstehen, wie tief das Ganze geht. Da müssen wir jetzt mal in die Chromosomen reingehen. Mhm. Also, die Chromosomen haben an der Ende so, ja, schauen aus wie so Schnürsenkel. Das sind die Telomere. Und diese Telomere, die verkürzen sich. Das ist ein ganz normaler biologischer Prozess, dass die sich verkürzen. Und wenn die Telomerverkürzung sich aufgebraucht hat, ist kein Schnürsenkel mehr da, dann gibt es auch keine Telomere mehr, dann ist die Zelle tot, sprich, wir sind tot. Ohne Telomere ist nichts mehr. Also, wenn man jetzt versteht, dass das erste große Ziel immer war, diese Verkürzung zu verlangsamen, weil wenn diese Zellteilung, die ungefähr 50 bis 70 Mal stattfindet im Laufe unseres Lebens, wenn diese Verkürzung, wenn wir das verlangsamen können, gewinnen wir hinten raus logischerweise an Lebenszeit. Je langsamer sich etwas teilt, desto mehr Zeit habe ich. Jetzt ist aber etwas passiert, was eigentlich wissenschaftlich als unmöglich erschienen ist. Das hat eine Forscherin auch der Yale-Universität, das ist die Elizabeth Blackburn, herausgefunden. Dafür hat sie übrigens 2009 auch den Nobelpreis bekommen. Also nicht irgendeine Erfindung, sondern eine bahnbrechende Erfindung. Man hat also, oder sie hat mit Testpersonen Folgendes festgestellt. Wenn die tatsächlich in der Tiefe positiv denken, in der Tiefe heißt, dass sie sich erstmal bewusst machen, was in ihrem Leben alles eigentlich schiefgelaufen ist, was falsch gelaufen ist. Und wenn die Muster bekommen haben oder Werkzeuge an die Hand, wie sie damit umgehen, dann waren sie wirklich in der Lage, positiver durch den Tag zu gehen, mit mehr Lebensfreude, mit mehr Liebe, weniger Hass, weniger Ärger auf andere Dinge. Das alles zu versuchen zu verdrängen und in der Kombination mit einer bestimmten Pflanzenkombination, da komme ich später noch drauf, dann hat sie festgestellt, dass die Telomere sich nicht nur langsamer teilen, was ja schon mehr Lebenszeit bedeutet, sondern erstaunlicherweise sogar verlängern. Das heißt, das, was sich normalerweise verkürzt, kann sich auch wieder verlängern. Das galt eigentlich als unmöglich und dafür hat sie einen Nobelpreis bekommen. Also das ist eine bahnbrechende Entdeckung. Also es muss sich gar nicht verkürzen. Es muss sich zwangsläufig, das, was wir immer gedacht haben, es muss sich verkürzen, kann sich auch verlängern. Das ist so wie, es muss sterben. Genau. Wir müssen vergehen, wir müssen den Körper ablegen, er altert. Genau. Das ist die Einstellung zum, es muss gehen. Also im Grunde könnten wir ewig sein. Nicht heute und morgen vielleicht, aber warum nicht? So ist es. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, dann würde einer sagen, ja, wenn das sein sollte so, dann müsste es ja auf diesem Planeten ewiges Leben geben. So, und da würde die Dr. Elizabeth Blackburn sagen, ja, das gibt's auch. Und zwar gibt es in Kroatien und Serbien, gibt es in Höhlen eine Wurmart, der Name ich jetzt im Moment gerade nicht mehr weiß, aber ist auch wurscht. Diese Wurmart altert nicht. Es gibt keinen Alterungsprozess. Das heißt, dieser Wurm also die, stirbt nicht. Die sterben nur, wenn man sie... Ja, wenn man sie zertritt vielleicht auch so zertritt oder aus ihrem Klima raustut oder was weiß ich. Aber rein biologisch altert dieser Wurm nicht. Dann gibt es Bakterien, die in jeder Regenpfütze drin sind und Viren und Mikroben, die ebenfalls nicht altern. Es gibt Beispiele im ganz kleinen Bereich, wo wir tatsächlich sehen, ein Alterungsprozess muss zwangsläufig nicht sein. Und wenn wir jetzt die menschliche Zelle nehmen und einfach nur mal den Status quo heute sehen, dann wissen wir aus zellbiologischer Betrachtung, dass die menschliche Zelle 120 Jahre alt werden kann. Also das kann jeder Zellbiologe unterschreiben. Es gibt welche, die sagen, es kann noch deutlich mehr sein, aber 120 Jahre ist das Programm einer durchschnittlichen Zelle. Warum sterben wir dann? Mit 70, warum sterben wir mit 80, warum sterben wir mit 90? Warum sterben wir überhaupt? Überhaupt sterben wir, weil wir davon ausgehen, mit unserer Lebensweise
wie sie bis jetzt war, dass die Telomere sich immer verkürzen. Und wenn sie nicht mehr da sind, kann die Zelle nicht mehr leben, dann sind wir tot. So, jetzt wissen wir aber, die kann sich auch wieder verlängern, die Telomere. Interessanterweise, und das soll jetzt nicht heißen, dass kein Mensch Sport machen soll. Sport ist eine gesunde Geschichte. Aber du kannst die Telomere nicht durch Sport verlängern. Diese Annahme, wenn einer sehr sportlich unterwegs ist, sich viel an der freien Luft bewegt, deshalb würden sich die Telomere verlängern, nein, ist nicht so. Tatsächlich, ganz, ganz wesentlich ist, wie ich denke, wie ich durchs Leben gehe, meine innerliche Haltung in Kombination mit bestimmten Pflanzen. Das bedeutet, sie sind abhängig vom Bewusstseinsstand eines Menschen. Genau. Oder vom Grad eines Menschen, wie bewusst er ist. Genau. Und wenn ich jetzt heute zum Beispiel am Tag eine negative Nachricht bekomme, egal welche Art, und ich lasse das in mich rein, dann muss ich mir bewusst sein, ich lasse das quasi in meine Zellen rein, bis in meine tiefsten Zellen. Und das ist nicht förderlich. Also ich sollte von vornherein versuchen, alles aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten oder etwas zu verändern, etwas zu verdrehen, die Perspektive zu verdrehen. Und wenn ich dann das Ganze in eine positive Richtung drehen kann, dann tue ich mir selber das Beste an. Das schaffe ich mit keiner Salbe, das schaffe ich mit keiner Creme, das schaffe ich mit keinen Vitaminen, Nahrungsergänzungsmittel oder Sonstiges. Das bewusste Denken und der Versuch, alles mit Liebe, mit Empathie, mit Freude zu sehen, ist das Wichtigste, was unsere Zellen nährt und was dann sogar dazu beiträgt, die Telomere wieder zu verlängern. Was ist mit unserem Gefühlszustand? Also wir sind im Kopf, wir waren auch viele, viele Jahrtausende irgendwie auch in unserem Ego-Willen, in unserem, das müssen wir verdrängen oder das müssen wir so sehen. Also wir waren im Wollen, im Hinausreichen, im Erschaffen auf der Ebene der Persönlichkeit. Mhm. Ja? Und jetzt verändert sich ja auch so ein bisschen die Welt oder mehr oder weniger. Und wir rutschen jetzt auch, für die, die jetzt bewusst an die Sache rangehen, die gehen in so einen Herzraum rein, wo sie aus einer anderen Energie heraus aufs Leben schauen und auch erschaffen. Aber was ist mit den tiefer liegenden Themen, die uns eben nicht bewusst sind? Die können wir doch nicht auf Dauer durch positives Denken löschen. Wir müssen sie auch annehmen, fühlen und somit eben auch wieder integrieren und in den Fluss bringen. Aber das geht nicht mit positiv Denken, oder? Also es geht in erster Linie darum, mich selber zu erkennen, mir Dinge bewusst zu machen und mich zu hinterfragen. Ich selber merke ja am besten an mir, wie ich auf Sachen reagiere, wie ich in Situationen reagiere. Unabhängig davon, wie ich vielleicht nach außen reagiere, merke ich innen, ob eine Sache mir gut tut. Ich sage immer, das Beste ist, man entwickelt seinen inneren Warner, der mir sagt, das tut mir gut. Oder der Mensch tut mir gut, oder die Situation tut mir gut. Oder mein Warner sagt mir, nein, das ist nicht gut. Das ist nicht kongruent mit meinem Sein. Das ist, genau. Jetzt habe ich nur ein Problem, ich habe immer den Zwiespalt, und die meisten Menschen haben den Zwiespalt zwischen dem Warner, den hören die Leute schon, aber dann kommt der Kopf. Mhm. Und der Kopf sagt, ach, Blödsinn, ich brauche doch auf die Warnung gar nicht hören. Das ist, ach, der ist doch nett. Ist doch trotzdem nett. Was hast du denn hier für ein blödes Gefühl? Ja? Und trotzdem bist du ja in dem Moment in einem inneren Kampf. Genau. Und wir versuchen mit dem Kopf etwas zu lösen, was gar nicht zu lösen ist, weil wir es nicht erkennen können. Mhm. Wir sind nicht in der Lage zu sehen, was unser Warner längst gesagt hat. Nehmen wir das Beispiel. Man lernt jemanden kennen und offensichtlich scheint alles bestens. Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass irgendwo ein Problem ist und trotzdem schlägt der Warner an. Natürlich gehen viele Menschen hin und sagen, ach, das muss ich nicht beachten. Mhm. Vielleicht Tage, Wochen, Monate oder Jahre später erkennen sie, dass es besser gewesen wäre, auf diesen Warner zu hören. Das heißt, ich trage dieses Wissen und die Signale in mir. Ob ich bereit bin, darauf zu hören, ob ich es auch ertragen kann, das ist auch ganz wichtig. Nehmen wir ein Beispiel. Es gibt viele Menschen, die sind in einer Beziehung, weil sie Angst haben, alleine zu sein. Und deshalb gehen sie Kompromisse ein. Jeden Tag in dieser Beziehung. Das kann ja für unsere Zellen nicht gut sein. Das kann für die Zellen nicht gesund sein. Dass dann Menschen krank werden, dass sie Probleme haben, dass sie keine Lebensfreude mehr haben, wenn sie jeden Tag
einen in Anführungszeichen faulen Kompromiss eingehen, ist logisch. Da ist es dann besser zu sagen, wie heißt das so schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und ich muss mich nochmal neu aufstellen. Ich fange nochmal von vorne an. Und davor haben viele Angst. Also wenn wir jetzt mal das Gehirn sehen, ja, dass wir positiv denken. Es gibt ja auch eine Bauchintelligenz. Ist das so das Bauchgehirn, von dem du immer sprichst? Der Warner ist selbstverständlich das Bauchgehirn. Und was viele schon wissen, aber ich sage es gerne nochmal, wir haben nachgewiesenermaßen im Bauch mehr Nervenzellen als im Gehirn. Das heißt, wenn jemand aus dem Bauch heraus eine Entscheidung trifft, ja, dann ist diese Entscheidung vermutlich richtiger, als wenn ich sie nur aus dem Gehirn heraus treffe. Wir denken tatsächlich mit dem Bauch, wollen das bloß nicht wahrhaben, weil wir glauben, wir sind ja selbstbestimmt. Unser Gehirn sagt uns ja, wo es lang geht. Das ist eigentlich eine Fehlinformation. Wir müssen lernen, auf unseren Bauch zu hören, immer mehr. Und dann belohnt uns sogar das Gehirn. Also man hat zum Beispiel festgestellt, dass in dem Moment, wo ich mit mir, mit meinen Zellen im Reinen bin, wo ich auch jetzt nochmal zum Beispiel bei dem Thema Altern positiv denke, wo ich Lebensfreude habe, wo ich sage, ja komm, die Falte mehr oder weniger macht doch mir gar nichts mehr. Wenn ich so an das Thema rangehe, konnte man bei einer Probandengruppe nachweisen, dass die Nervenzellen weniger geschädigt waren als bei denjenigen, die eben Probleme mit dem Älterwerden hatten. Das heißt, ich werde auf ganzer Ebene belohnt. Ja, ich werde nicht nur an einer Stelle belohnt. Und es macht so viel Sinn. Und es ist wirklich eine Zielsetzung in Zukunft, dass Menschen verstehen, dass dieses Andersdenken, dieses Positivdenken, dieses ehrlich zu sich sein, auf sein Bauchgehirn zu hören, ja, in sich reinzufühlen, dass das belohnt wird, mehr als wir das von außen eigentlich in irgendeiner Form belohnen können. Also du bist jetzt jemand, der natürlich auch schon durch die Erfahrung des Todes, ja, du warst ja schon auf der anderen Seite, bist zurückgekehrt. Du hast natürlich auch da eine Erfahrung mitgebracht, dass du schon ganz woanders angedockt bist. Ja? Du hast ein Grundvertrauen ins Schöpferische, ja, was du bist, eben auch mit dem Schöpfer selbst, so wie du es immer nennst. Aber viele Menschen sind eben auch wirklich so stark im Kopf und das dauert ja auch so lange, sich so umzuprogrammieren. Es kann ja eigentlich auch schnell gehen. Was wäre jetzt die schnellste Variante, dass wir sagen, wir umgehen einfach unseren Kopf und unterstützen in der Zelle, in der Tiefe diesen Prozess, dass es einfacher geht, als wenn wir jetzt nur dieses Denken haben? Dann ist es doch die Pflanzenkraft, von der du immer sprichst. Ganz genau. Also es gibt Möglichkeiten, die wir in der TTM, also in der traditionellen tibetischen Medizin und in der ayurvedischen Medizin, die da längst bekannt sind, dass man mit Pflanzenkraft Dinge beeinflussen kann. Gerade zum Beispiel diesen Prozess, den ich in meinem Bewusstsein brauche, nimmt ein ayurvedischer Heiler oder ein ayurvedischer Mediziner, die nehmen seit Jahrhunderten zum Beispiel eine Pflanze, die hier annähernd völlig unbekannt ist, zum Beispiel Brahmi. Mhm. Brahmi, Bacoba monnieri heißt die, ist eine der wichtigsten Geistespflanzen, darum heißt sie auch die Geistespflanze des Ayurvedas, ist in der Lage, die Sauerstoffversorgung und Durchblutung im Gehirn zu optimieren. Das ist deshalb wichtig, weil wenn wir denken, braucht unser Gehirn ein Fünftel unseres gesamten Sauerstoffs im Körper. Also man könnte jetzt denken, das Gehirn braucht nur ein bisschen Sauerstoff und dann ist schon gut. Lunge und alles braucht ja viele. Und das Herz, das Gehirn braucht ein Fünftel des Sauerstoffs. Und wenn es da ein Problem gibt, wenn es da oben hakt, dann geht gar nicht mehr viel weiter. Die Leute sind sich zwar bewusst darüber, dass zum Beispiel beim Herz, dass wenn Venen verstopft sind oder Arterien verstopft sind, das haben viele schon gehört, und dann sind sie sich bewusst darüber, oh, das kann Probleme geben. Aber die Sauerstoffversorgung im Gehirn ist genauso wichtig und der Blutfluss im Gehirn. Und Bacoba monnieri, also das Brahmi zum Beispiel, ist dazu in der Lage, unser Gehirn richtig aufzuwecken, das in Schwung zu bringen. Und die Nervenzellen, diese Schädigungen, die im Alter oftmals kommt, deutlich zu verlangsamen. Und woran man das sieht, wer im Himalaya war oder in Tibet, wird feststellen, er wird keinen einzigen tibetischen Mönch treffen, der irgendwelchen kognitiven, mentalen
Einbußen hat. Die können dir im Alter von 90 Jahren 5, 6, 7, 8, 9 Seiten aufzitieren, wo du nur noch mit dem Kopf wackelst und sagst, wie geht sowas überhaupt? Die nehmen jeden Tag Brahmi zu sich. Und die zweite Pflanze, die zum Beispiel ganz spannend ist, ist Ashwagandha, die Schlafbeere. Die Schlafbeere hat einen ganz, ganz tollen Einfluss auf Herz-Kreislauf. Aber was den Alterungsprozess anbelangt, wird sie in der Ayurvedik als Anti-Aging-Pflanze eingesetzt, weil wir haben ja den DHEA-Spiegel, das ist dieser Anti-Aging-Hormonspiegel. Mhm. Und der Hormonspiegel, wenn nicht in der Balance ist, dann forciert es auch den Alterungsprozess. Und Ashwagandha ist in der Lage, diesen Spiegel zu regulieren und ist dazu noch eine adaptogene Pflanze. Adaptogen in dem Zusammenhang heißt, die Pflanze weiß selber, bin ich unten oder bin ich oben. Sie reguliert das von selbst in ihrer natürlichen Intelligenz. Ganz genau, in der natürlichen Intelligenz reguliert sie es selber. Und das führt nicht dazu, dass ich dann wirklich die optimalen Voraussetzungen habe, um das, was wir vorher gesagt haben, mit den Telomeren, mit der Zellteilung oder der Zellverlängerung in diesen Prozess zu kommen. Und wie gesagt, wenn man das noch auf die 7,5 Jahre drauf addiert, dann wissen wir, wovon wir reden. Dann reden wir wirklich von 10, 20, 30 Jahren mehr Lebenszeit. 7,5 Jahre sind wissenschaftlich schon bewiesen und der Rest kommt über diese Pflanzennahrung noch oben drauf, über die Telomerverlängerung. Und das ist deutlich, ein deutlicher Gewinn. Na, es gibt ja auch Bevölkerungen, wie zum Beispiel in Okinawa, wo die ältesten Menschen der Welt leben, gehäuft, also wo viele Menschen weit über 100 Jahre alt werden. Weißt du denn, was für Völkergruppen so alt werden und warum? Hast du dich da ein bisschen schlau gemacht, um das mal zu vergleichen, zu erforschen? Also die Okinawa ist ja die Insel der 100-Jährigen. Und es, glaube ich, gibt keinen Bereich weltweit auf diesem Planeten, wo mehr 100-Jährige leben als in Okinawa. Und natürlich war Okinawa schon immer das Ziel von Altersforschern, weil man hat versucht herauszufinden, was gibt es da alles für Optionen, was gibt es für Möglichkeiten. Das ging dann los, dass man am Anfang gesagt hat, Mensch, das liegt sicherlich am Fisch, den die essen, am Seafood. Das hat aber nicht funktioniert, weil in der Antarktis die Eskimos das auch essen, da werden nicht 100. Ja? Also es muss einen anderen Grund geben. Dann hat man überlegt, liegt es an dem sozialen Umfeld, weil die älteren Menschen unglaublich integriert sind in der Familie, nicht wie bei uns. Werden auch wertgeschätzt und geachtet als Schamanen. Und je reifer und weiser du bist, umso... Ganz genau. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die soziale Integration, eben nicht das Abschieben und die Isolation von älteren Menschen, sondern im Gegenteil die Wertschätzung. Integration in der Familie, Integration in Projekten. Dann gab es natürlich auch die Überlegung bei der Ernährung, gibt es da irgendetwas, was signifikant ist? Lange Zeit dachte man, es ist die Süßkartoffel. Okinawa, die Menschen haben sich notgedrungen von Süßkartoffeln ernähren müssen. Und die Süßkartoffel ist natürlich immer gut und empfehlenswert, ist aber nicht das Rätsel zur Lösung. Am Ende des Tages ist es alles zusammen, was wir gesagt haben. Die Lebensfreude, dieses Bewusstsein, dieses positive Denken, das Mit-sich-Sein, die machen natürlich auch sehr viel Zen-Übungen in alle Richtungen. Alles zusammen heißt, ich bin im Alter noch glücklich und ich werde als Mensch gewertschätzt. Ich werde nicht irgendwo hingestellt, abgeschoben, aufs Abstellgleis. Alles zusammen führt dazu, dass ich bis ins hohe Alter Spaß am Leben habe, Lebensfreude. Und die Lebensfreude sichert in der Gemeinschaft, und das weiß man auch, das Älterwerden. Und das ist der Grund, warum da die 100-Jährigen sind, warum das die Insel der 100-Jährigen sind. Und wenn man heute, also aus zellbiologischer Betrachtung, wenn heute ein Mädchen geboren wird, bei den Jungen ist es ein bisschen anders, die sind etwas weniger, 2, 3 Jahre, wenn heute ein Mädchen zur Welt kommt, wird die heute im Durchschnitt schon 100 Jahre alt. Das ist für uns eine magische Grenze. Wenn du 100 wirst, kommst du in die Zeitung. Ja, da kommt bei dir das Wochenblatt vorbei und macht ein Foto und sagt, die Frau so und so wird 100. So, es wird in 10 Jahren, in 20 Jahren normal sein. 100 wird eine normale Größe sein. Und in 40, 50 Jahren ist 110 eine normale Größe. Und vielleicht in 100 Jahren, weil wir haben immer 30 Jahre Sprünge,
Also wenn man Anfang 1900 bis heute anschaut, wir werden im Schnitt immer 30 Jahre älter. Das kann man also anschauen. Also 1910 sind die Leute in der Regel mit 50 gestorben. Heute haben wir die 80-Jahre-Gesellschaft. In 100 Jahren ist 120 Jahre eine ganz normale Größe. Wir können uns jetzt bloß nicht denken. Das Problem sind wir selber. Wir sind das Problem in uns, weil wir es nicht denken können. Im Prinzip haben wir einen zellulären, negativen Denkansatz in uns, der etwas verhindert. Genauso wie wenn ich sagen würde, ich suche einen Parkplatz, ich kriege sowieso keinen Parkplatz. Ja, dann kriege ich ihn auch nicht. Was hast du gesagt? Zellulärer Denkansatz, genau. Der es verhindert. Genau. Na, das ist ja im Grunde auch das, was in uns programmiert ist. Also wenn ich jetzt meine Vorfahren sehe, meine Großeltern, die sind energetisch gesehen an einem ganz anderen Punkt geboren worden. Also auch energetisch war es noch gar nicht möglich, dass die einen bestimmten Bewusstseinssprung machen konnten. Die waren viel schwerer in ihrer Energie und sehr viel enger im Denken. Und wenn ich heute schaue, wie mein Sohn schon ist, wo ich teilweise selbst nicht mehr hinterherkomme, wie flexibel er auch ist. Also jedes Alter hat ja auch seine Zeit. Und jedes Bewusstsein hat ja auch seinen Rahmen oder Raum, der erfahrbar sein muss und auch erfahren werden muss. Also könnte man ja auch sagen, dass das ist sowieso eine natürliche Entwicklung. Ja, die so oder so passiert. Also egal, was wir jetzt tun mit dem Wunsch, wir wollen älter werden, es passiert so oder so, oder? Naja, es ist schon so, dass, also grundsätzlich ist es so, da bin ich auch bei dir, dass die ältere Generation ganz andere Probleme hatte. Mhm. Denken wir nur an die Nachkriegsgeneration oder sogar an die Kriegsgeneration, aber in jedem Fall an die Nachkriegsgeneration. Da war das Thema erstmal, ich bin froh, wenn ich Essen auf dem Tisch habe. Genau, da ging es nicht drum, ob das ein bewusstes Essen ist, ob das jetzt vegan ist oder vegetarisch oder was auch immer. Hauptsache, da ist Essen auf dem Tisch. So, die Dinge, die wir heute wissen, die wissenschaftlich erwiesen sind, erforscht sind, und was wir heute wissen, das war damals überhaupt nicht im Fokus. Also damals ging es weitgehend ums Überleben und zu schauen, wie kriege ich meine Familie durch, wie kriege ich meine Kinder durch. So. Also für die Menschen ist es auch schwieriger, sich umzuprogrammieren oder anders zu denken, weil das ist schon so ab einem gewissen Alter auch schon so festgefahren. Ne? Ich habe das, genau so ist es. Ich habe das letztens erst in einem Gespräch gesagt, es ist witzig, es gibt in Bayern Metzger, die machen noch Gerichte, wie zum Beispiel den Saumagen. Das ist ein Kriegsgericht. Das hat man früher aus der Not gegessen, einen Saumagen. Also ich glaube kaum, dass junge Menschen heute auf Saumagen stehen oder auf die Idee kämen, den zu essen. Die Metzger machen das aber noch und bieten das an, weil es genug ältere Menschen gibt, die das wollen und noch essen, weil sie das aus dieser Zeit gewohnt sind. Ja? Müssten sie nicht mehr. Somit verlängern sie eigentlich auch dieses Feld. So verlängern sie das Feld und es bleibt wie immer im Leben. Und es ist eben auch Teil der Evolution. Wir sind alle Teil der Evolution. Es bleibt Menschen einer bestimmten Gruppe vorbehalten, Dinge bewusst wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Ich nehme nur das einfache Beispiel vegetarische Ernährung oder vegane Ernährung oder bewusste Ernährung. Egal, wie man es jetzt darstellen will. Es gibt Leute, die sind offen dafür, die hören hin und machen sich Gedanken. Und andere sagen, nee, ich mache so weiter wie bisher. Das hat mir noch nie geschadet. Jeder entscheidet selber, will er sich weiterentwickeln, will er weiterkommen. Und das Gleiche haben wir im Alterungsprozess. Will ich so sein, wie ich das vielleicht in der Vergangenheit oft erlebt habe, oder möchte ich fit sein im Alter? Möchte ich im Alter noch, wir haben in Frankreich einen, der springt mit 107 Jahren, macht er noch Fallschirmsprünge. Fragt ihn doch mal, ob er Lust gehabt hätte, mit 80 Jahren abzutreten. Er sagt, nein, jetzt wird es erst richtig lustig. Also ich glaube, dass viele Menschen das Leben bekämpfen teilweise und sich nach dem Tod ersehnen manchmal, weil das Leben für sie so schwer ist. Die geben irgendwann auf, weil sie irgendwie auf irgendeiner Ebene müde sind, ja? Vielleicht zu kämpfen, zu überleben. Aber inwieweit ist denn dieses Lebensverlängernde eigentlich auch nur dieses, dass wir unser Krankheitsbild, was wir mit dem Alter verbinden, lösen dürfen und wir dadurch schon automatisch älter werden? Weißt du, was ich meine? Diese Krankheit, den Schmerz. Weil wenn ich jetzt sage, ich bin bis 80 fit, na logisch will ich länger leben. Aber wenn ich jetzt
mit 80 krank bin, dann nicht. Dann ist auch gut, dann will ich hier weg und in einen neuen Körper kommen. Das ist leider das Problem. Viele Menschen sehen das Alters oder das Lebensende als Krankheit. Mhm. Das ist dieses Imageproblem. Und versuchen, Lebenszeit so schnell wie möglich rumzukriegen. Genau, das meine ich. Und ich hatte in einem Vortrag mal vor 100 Leuten gefragt, wer von euch möchte denn 100 werden? Mhm. Viele würden Nee sagen, oder? Da haben, glaube ich, nur 5 Leute die Hand gehoben. 95% haben gesagt, nö. Und ich weiß, warum sie Nein gesagt haben, weil sie eben Angst haben vor Sichtung, vor Krankheit, vor Fremdbestimmung, dass sie nicht mehr wissen, wer sie sind. Sie implementieren das Ganze eben mit negativen Gedanken. Und das ist eben dieses Umdenken, was jetzt notwendig ist, zu sagen, wenn ich eben auch so denke, weil ich es in der Vergangenheit so erfahren habe, weil ich das gesehen habe bei meinen Großeltern oder in meinem Umfeld oder Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Es geht um eine geistige Verjüngung. Ist es jetzt. Also im Grunde dürfen wir uns aus dieser Materieebene abheben jetzt oder lösen und in die geistige Verjüngung gehen. Das heißt, wir sind gewachsen physisch. Ja. Wir sind Prozesse durchlaufen mit dem Fokus nach außen. Ja. Und jetzt, sagen wir mal ab 50, wäre ein schöner Schnitt, Hälfte, Hälfte, gehen wir nach innen, nehmen den Fokus nach innen und verjüngen geistig. Das heißt, der Körper wird vielleicht reifer, ja, und lebt länger, aber wir verjüngen geistig und sind dadurch, ja, im Grunde, was sind wir dann? Ewig lebend. Also wir leben in jedem Fall um Jahre länger und man muss es immer noch dazu sagen, eben in dem Beispiel, eben vital. Das ist das Entscheidende. Um Jahre länger leben heißt für viele, um Jahre mehr leiden brauche ich nicht. Aber um Jahre länger leben, und zwar vital, bewusst leben, jeden Tag als Geschenk zu betrachten, als ein schöpferisches Geschenk. Und ich bin dankbar für diesen Tag. Und nicht, oh Gott sei Dank, jetzt muss ich noch mal ein Jahr dranhängen. Oder wann ist es endlich soweit? Wann werde ich endlich auf der anderen Seite? Das ist die völlig falsche Einstellung. Mhm. Man muss wirklich das Leben hier als Geschenk betrachten. Jeden Tag. Und das muss man lernen. Das kann man nicht einfach nur als Floskel sehen, sondern man muss es wirklich auch erfüllen von innen heraus. Aber es ist doch die Chance des Alters. Es ist doch die Gelegenheit. Ja. Nennen wir es mal den Herbst des Lebens. Den verlängern wir ein bisschen. Und dann ist das doch genau diese Innenschau und das Empfangen, das ruhiger werden. Wir ernten. Ja. Und ich würde sogar gar nicht mehr den Herbst des Lebens sagen, sondern es ist jetzt der Aufbruch in ein neues Leben. Ja. Weil der Herbst ist ja schon wieder was so nach Ende geht. So, der Sommer ist vorbei, jetzt geht's nach unten. Nein, jetzt kommt der Aufbruch in eine ganz neue Lebenszeit mit neuen Werten. Es ist nicht mehr wichtig, ob ich eine Falte mehr habe, ob ich da ein Kilo mehr oder weniger habe. Das spielt gar keine Rolle mehr. In meinem neuen Leben ist es wichtig, dass ich den Tag erlebe, dass ich mit Menschen zusammen bin, die mich nähren, die meine Seele nähren, die mich weiterbringen. Ich habe Spaß dran, aufzuwachen und durch den Tag zu gehen. Ich befreie mich von vielen Dingen, die mich nur belasten. Ich habe jetzt in Portugal wieder die Erfahrung gemacht mit einer Dame, die hat, glaube ich, am Tag nimmt die 10 Tabletten. Ja, wie soll denn da noch Lebensfreude entstehen, wenn ich 10 Tabletten jeden Tag zu mir nehmen muss gegen dieses, jenes und alles? Also wirklich Aufbruch in ein neues Leben und es auch so zu fühlen und zu betrachten. Ja, also, dass wir nicht mehr zu einem Ende hinzulaufen, in dem Fokus, wir sterben, sondern dass wir das abgeben eigentlich auch, oder? Ja, wir können doch ganz einfach sagen, der Schöpfer holt uns, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist. Also muss ich mir doch gar keine Gedanken machen. Ich kann doch jeden Tag leben, weil wenn es dann soweit ist, holt er mich sowieso. Und da kann ich gar nichts dagegen tun. Wenn die Uhr abgelaufen ist, ist sie abgelaufen. So einfach ist es. Aber bis dahin kann ich doch jeden Tag auf Erden als Geschenk betrachten. Mhm. Und wenn ich das tue, und das haben die Forscher eben rausgefunden, dann habe ich eine ganz andere Lebensqualität und Lebenszeit vor mir. Welche Pflanzenstoffe sind denn jetzt bei Föhn in den Powerballs drin, die das unterstützen? Also da haben wir natürlich, wie ich schon gesagt habe, Brahmi Ashwagandha, ganz besonders. Dann haben wir Maca. Maca ist insofern interessant. Wir haben in Peru die Situation, dass die Ureinwohner, also die Indianer,
auf ganz kargen, felsigen Boden leben. Das, was die Regierung in Peru den Indianern zugewiesen hat als Territorium, da kannst du keine Landwirtschaft betreiben. Die haben sozusagen das Schlimmste vom Schlimmen bekommen. Steinigen, felsigen Boden. Ich habe mir das selber angeschaut vor Ort. Katastrophal. Aber die nehmen Maca zu sich. Und die wissen um die Kraft dieser Pflanze. Und diese Pflanze stärkt unseren Körper unglaublich. Junge Menschen wissen das. Könnte man sagen, woher wissen die jungen Menschen das? Weil Maca auch dazu führt, dass der Sexualtrieb angeht. Das ist ein Aphrodisiakum, ne? Ja, ganz genau. Und es ist aber viel, viel mehr. Es gibt diesen Ureinwohnern, die sonst nichts haben, eine unglaubliche Kraft und Lebenskraft in sich. Und all diese Pflanzen, also Brahmi, Ashwagandha, Maca, Teff zum Beispiel, das ist das Gleiche, die gleiche Pflanze auf afrikanischer Seite. Roter Panax-Ginseng. Ganz, ganz wichtig. Also nicht Ginseng, sondern der rote Panax-Ginseng. Und alles in der richtigen Kombination führt dazu, dass meine Zellen gestärkt sind. Und ich brauche starke Zellen, das ist wichtig, damit ich diesen Tag auch genießen kann, damit ich diese Lebensfreude auch umsetzen kann. Das ist so für uns maßgeblich. Wir müssen verstehen, dass es nicht wichtig ist, dass wir unseren Bauch nähren, sondern dass wir unsere Zellen nähren. Und unsere Zellen geben uns schon die Signale dann. Es gibt ganz viele Leute, die nehmen zum Beispiel Föhn und sagen, was ist los mit mir? Ich habe zum Beispiel immer ein Gusto auf Fleisch gehabt. Seitdem ich Föhn nehme, habe ich keine Lust mehr so auf Fleisch. Was hat es damit zu tun? Ja, unsere Zellen signalisieren uns das. Wir haben das auch erlebt bei Menschen, die Lust haben auf Alkohol. Wenn die Föhn nehmen, sagen, das reduziert sich. Warum? Weil unsere Zellen uns nicht mehr sagen, wir brauchen es. Es verändert sich. Weil du genährt bist? Du bist genährt. Wenn die Zellen genährt sind, bist auch du genährt. Ja, das ist ganz wichtig. Joe, du hast uns heute auch genährt. Mit deinen Worten und deiner Präsenz. Dankeschön. Und ich strahle jetzt auch wie ein Honigkuchenpferd. Das ist doch wieder mal ein schönes, rundes Bild, oder? Ja. Angekommen, abgeholt und es geht um die Essenz. Danke für dein Sein. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen und freuen uns über eure Kommentare. Alles, alles Liebe. Tschüss, bis bald.